Ja, herzlich willkommen, auch alle, die neu dazugekommen sind zum Stream Praxis pur Projektbeispiele. Hier berichten Experten aus ihrer Projektpraxis im Unternehmensumfeld. Thomas Michel ist ein großer Freund der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik. Er studierte Politik und Verwaltungswissenschaften in Konstanz. Er ist Mitbegründer des Forums Agile Verwaltung e.V. und war über 10 Jahre lang in der öffentlichen Verwaltung tätig, unter anderem im Bereich Kultur und bürgerschaftliches Engagement. Während dieser Zeit stellte er zweierlei fest, und zwar zum einen, dass die vermeintlich nicht agile Verwaltung oft viel agiler ist, als man das denkt, und zum zweiten, dass man von Projekten mit Bürgerbeteiligung eine Menge lernen kann über laterale Führung, über Facilitation und auch über Veränderungsprojekte allgemein. Und er empfiehlt jeden agilen Coach, doch mal in so einem Projekt zu hospitieren, um seine Fertigkeiten zu schulen. Als überzeugter Agilist und Lean-Enthusiast entschied er sich dann bewusst gegen eine Beamtenlaufbahn. Seit 2018 arbeitet er als Agile Coach und Veränderungsbegleiter in einem Beratungsunternehmen und begleitet andere auf ihrer agilen Reise. Privat ist er im Heilbronner Unterland aufgewachsene Vater von 2 Kindern, überzeugter Hobbyhistoriker, Irland-Fan und begeistert sich für Mundart jeglicher Art. Thomas, ich bin sehr gespannt auf die Überlegungsstrategien, die du für uns mitgebracht hast. Danke, ich bin auch mal gespannt, ob es auch was weiterbringt. Falls es ein Verständigungsproblem gibt, wenn ich mal irgendwann ins Schwäbische verfalle oder so irgendetwas, bitte Anzeichen geben. Also, aber ich glaube, das ist in Bayern nicht so das Problem. Im Norden habe ich öfter eher das Problem. Du hast erwähnt, ich war viele Jahre selber in der Verwaltung. Ich habe es live erlebt, als ich angefangen habe, mit agilen Methoden zu arbeiten auf der Amtsstube. Jeden Spruch, den Sie hier sehen, kenne ich live und in Farbe, kennen meine Kollegen aus dem Forum Agile Verwaltung genauso. Wir haben das alles mal irgendwann mal tatsächlich gehört. Da fallen dann so Sätze wie, das ist doch nur eine Modeerscheinung oder das funktioniert in der Wirtschaft, aber noch nicht in der Verwaltung. Oder mein Lieblingsklassiker, Selbstorganisation, Sie kennen doch Ihre Kollegen. Ich bin aus dem Besprechungszimmer des Bürgermeisters raus, hat nur den Kopf geschüttelt und hat gedacht, Kerle, vorne in deinem Vorzimmer, keine 2 Meter weit weg, sitzt eine Frau, die hat 3 Kinder daheim und ist Vorsitzende von 2 Vereinen. Wenn die sie nicht organisieren kann, ja, wer dann? Ja, also eigentlich Quatsch. Oder was ich mal zu hören gekriegt habe, als ich mit Kanban anfing, kein Scherz, jeder weiß, Kanban hat 60 Jahre auf dem Buckel, kam dann nicht noch mehr von diesem neumodischen Kram, der funktioniert ja eh nicht. Neumodischer Kram, 60 Jahre. Okay, gut. Oder was halt auch immer wieder passiert, das kommt dann eher von unten. Kollegen sagen, eigentlich die Idee ist gut, aber weißt du, Thomas, du weißt doch, ob ein wildes Kader. Die wollen das gar nicht, dass wir uns selbst organisieren. Und den schönsten Satz, den ich mal zu hören gehabt habe, lassen Sie mich mit dem akademischen Gedöns in Ruhe. Ich glaube, Sie haben schon wieder irgendwelche Bücher gelesen. Das sind Dinge, die man so an den Kopf geschmissen bekommt. Genauso wie ständig was Neues, erstmal das Alte zum Laufen bringen. Ja, Himmel, Herrgott, das Alte funktioniert nicht, wenn es nicht funktioniert. Deswegen überlege ich ja nicht, ob ich was ändern will, wenn es funktionieren täte. Das sind tatsächlich Sätze, die so in meinem Leben gefallen sind. Und die viele meiner Mitstreiter aus dem Forum auch tatsächlich so kennen. Und amüsanterweise auch kein Privileg der öffentlichen Verwaltung. Ich habe das sogar in Großkonzernen zu hören gekriegt. Ich sage jetzt nicht, welche Branche. Ja, aber es sind einige dabei, also es ist kein Privileg der öffentlichen Verwaltung. Aufgefallen ist, in der Einführung haben wir es ja schon gehört, die Verwaltung ist oft agiler, als sie denkt und als ihr bewusst ist. Sie weiß es oft gar nicht und wenn sie nicht so agil wäre, vor allem die Kommunalverwaltung, sie wäre lahmgelegt. Es würde nichts funktionieren. Ich behaupte sogar noch mehr, Agilität ist Teil des genetischen Codes, nämlich der kommunalen Selbstverwaltung. Kommen wir noch dazu, was ich damit meine. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieses ganze agile Zeugs eigentlich nichts Neues ist. Im Gegenteil, es ist eine Rückbesinnung auf das Wesentliche, wie funktioniert es. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten. Nach dem Vortrag kam ein Herr,
Das muss ein Abteilungsleiter gewesen sein von einem Landesrechnungsprüfungsamt. Und sagte vor ihrem Vortrag, habe ich gedacht, schon wieder so ein akademischer Dummfuck, mit dem man nichts anfangen kann. Nach ihrem Vortrag habe ich festgestellt, Herrgott, der beschreibt das ganz genau so, wie das damals war, als ich den Beruf des Verwaltungsbeamten gelernt habe. So haben wir zusammen geschafft, so hat es funktioniert. Nur man macht es mittlerweile nicht mehr. Musste ich lachen. Weil es war dann sein Erweckungserlebnis, wo er gesagt hat, das haben wir früher so gemacht. Das funktioniert ja tatsächlich. Und wenn Sie das tiefer interessiert, dass Agilität nicht unbedingt was mit Softwareentwicklung zu tun hat, rechts dieses Video kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Der Jan Fischbach hat sehr gründlich recherchiert. Sie werden plötzlich merken, dieses Scrum und dieses Agil und dieses Lean hat viel mit Handwerk, viel mit Tradition zu tun, hat Wurzeln, die mindestens 150 Jahre zurückgehen. Was habe ich nochmal zurück zur Kommunalverwaltung? Wie gesagt, ich behaupte ganz einfach, sie hat es schon im kinetischen Code stehen. Und das behaupte ich nicht nur einfach so, sondern wir kommen auch gleich drauf, wo es herkommt. Aber vielleicht erst einmal überlegen, was meine ich eigentlich mit Agilität? Weil mittlerweile ist ja alles agil. Das reflektiert ja keiner mehr, was er mit agil bezeichnet. Das ist ja alles. Das Marketing ist agil, das HR ist agil, alles ist agil. Aber es gibt so ein paar Dinge, die machen das aus, was ich unter Agilität verstehe. Und deswegen denke ich auch, finden wir die auch wieder in der Verwaltung wieder. Gerade in der Kommunalverwaltung, wenn man hier schaut, gemeinsame Merkmale aller agilen Ansätze sind eigentlich das iterativ-inkrementelle Vorgehen. Haben Sie mal versucht, ein Projekt, ein bürgerschaftlichen Engagement nach klassischem Projektmanagement zu machen? Probieren Sie es aus, Sie werden voll auf die Nase fallen. Es funktioniert nicht. Sie werden in Iterationsschleifen arbeiten müssen. Haben wir gemacht. Das war so mein erstes Erlebnis. Genauso, wenn wir dann irgendwann festgestellt haben, wir probieren jetzt was komplett Neues, entwickeln was komplett Neues. Ausprobieren, neu etablieren, neu schaffen, es funktionierte auch nicht. Dann das Thema Selbstorganisation. Da sagt man so schön, ja, Verwaltung, selbstorganisiert, das ist doch klare Hierarchie und Kommandohierarchie und so weiter und so fort. Glaubt Sie wirklich, dass jeder zum Amtsleiter rennt, wenn er nicht weiter weiß und der Amtsleiter zum Bürgermeister rennt? Mahlzeit, da hätte die aber viel zu tun. Da hätte sie gar nicht mit zum Geschäft kommen. Das geht ja gar nicht. Ja, und dann die Kunden- und Anwenderfokussierung. Jeder, der seinen Job ernst nimmt als Beamter und sich ein bisschen mit der Tradition auskennt, die das preußische Berufsbeamtentum ausmacht, die bis heute auch prägend ist, wird sagen, Kunden- und Anwenderfokussierung, das ist eigentlich unsere ursprüngliche Grundidee. Ja, schon immer gewesen. Gucken Sie Freiherr nach von Stein rein. Hat der damals schon vor 250 Jahren gesagt. Und Nutzenorientierung, das sowieso, ist die Frage, haben Sie nur ab und zu mal vergessen oder verzweifeln Sie ja gar selbst an Ihren Verwaltungsstrukturen, das ist tatsächlich so. Aber im Kern finden sich diese Dinge immer wieder und ist eigentlich der Anspruch, den Verwaltung haben sollte und häufig auch hat, sofern die Kollegen noch nicht irgendwann einmal resigniert haben, weil sie selbst an den Strukturen verzweifelt sind. Die sind nämlich manchmal gar nicht so einfach. Also im Prinzip geht es bei Agilität immer um organisationelles Lernen, Verbessern und Weiterentwickeln und das Ganze aus einer ganzheitlichen Perspektive. Ganzheitliche Perspektive passt bei Kommunalverwaltungen auch gut. Haben Sie sich mal den Bauchladen angeguckt, den so ein Konzern Stadt hat? Wahrscheinlich nicht, aber der ist riesig. Ich kenne kein Wirtschaftsunternehmen, das so ein breites Themenspektrum abdecken muss. Eine Verwaltung, eine Stadtverwaltung muss das. Da ist von Ordnungsverwaltung über Leistungsverwaltung bis Kulturschulen alles drin. Wahnsinn. Jetzt habe ich vorhin erwähnt, dieses ganze Thema Selbstverwaltung ist im genetischen Code, zumindest bei Kommunalverwaltungen, enthalten. Und das Schöne ist, es steht sogar im Grundgesetz. Und das Grundgesetz ist das höchste Gesetz, das wir haben. Da steht es nämlich im 28.2. Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auf gut Deutsch. Selbstmanagement, das steht da drin. Das sollen sie nach außen leben, was nur mittlerweile nicht mehr passiert oder zu wenig passiert, ist nach innen leben. Aber da steht es, da kann man sich wunderbar drauf berufen. Funktioniert sogar wunderbar, habe ich ein paar Mal gemacht, dass glaube ich wieder plötzlich der Unterkiefer nach unten geht und ich sage, jetzt müsst ihr das nach innen leben, was da drin steht, das ist der postulierte Anspruch nach außen. Das könnt ihr tun, denn Selbstverwaltung ist nichts anderes wie ein uralter Begriff, den der Freiherr von Stein geprägt hat, hinter dem sich Selbstorganisation verbirgt. Selbst. Und dann gucken wir weiter.
dann heißt es ja immer, bei uns geht es ja nicht und die Verwaltung kann es nicht. Dann sage ich, nee, Leute, ihr macht das schon. Es gibt nämlich eine uralte, traditionelle, öffentliche Aufgabe, die sogar eine Pflichtaufgabe ist. Gesetzgeber sagt, die muss es geben und die gibt es seit 150 Jahren. Und die macht diesen ganzen modernen Kram, lean, agil und unternehmensdemokratisch auch noch. Und alle kennen sie. Sie kennen sie auch. Und wenn die nicht kommen, haben sie ein Problem. Jemand eine Idee? Ist alle ganz still. Sie werden anfangen zu lachen, wenn ich auflöse. Die Truppe. Wenn Ihnen ein Bürgermeister erzählt, Selbstverwaltung der öffentlichen Verwaltung geht nicht. Was sage ich? Dann gehen Sie mal runter zu Ihrem Feuerwehrkommandanten ins Magazin und sagen, hey, euer Lade funktioniert nicht, ihr seid unfähig. Der lacht Sie aus. Die machen das alles schon. Bei einer kommunalen Pflichtaufgabe. Wenn die das können, kann das der Rest der Verwaltung auch. Schöne Beispiele dazu gibt es auch. Aber warum machen die das? Die sind hochgradig lean. Haben Sie mal so ein Einsatzfahrzeug gesehen? Haben Sie mal geguckt, wie die trainiert sind? Jeder Lean-Manager kriegt solche Augen und sagt, so muss es laufen. Haben Sie sie mal im Einsatz erlebt? Hochgradig agil. Steht zwar Hierarchie drauf, aber wenn Sie mal gucken, wie das funktioniert. Keiner kabelt im Einsatz nach hinten. Einsatzleiter dürfen wir vorrücken, sondern die entscheiden selber. Einsatzleiter sorgt dafür, dass im Hintergrund alles funktioniert. Dass alles abgesichert ist. Und unternehmensdemokratisch, ganz radikal. Meine Herren, sind die modern unterwegs? Und das schon immer. Ja, der Feuerwehrkommandant wird, an höre und staune, von der Kameradschaft gewählt, im Einvernehmen im Gemeinderat ernannt. Unternehmensdemokratischer geht es gar nicht. Wir haben den Beweis direkt vor der Tür. Es funktioniert in einem vermeintlich erzkonservativen Umfeld. Wahnsinn. Und man kann sich das sogar zum Vorbild nehmen. Wenn Sie tatsächlich ein Praxisbeispiel wollen, ich meine, mittlerweile darf ich Sie nicht mehr weiterempfehlen, weil der Bauhofleiter von Herrenberg mittlerweile gar keine Zeit mehr hat, weil er nur noch auf Vortragstour ist, weil das ist das bekannteste Beispiel. Aber der Herrenberger Bauhof ist selbst organisiert. Kein Bauhofleiter mehr, Leitungsteam, hochgradig agil in allen Bereichen, super Öffentlichkeitsarbeit. Deswegen das beste Beispiel, die machen eine super Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt andere Beispiele, die machen es leider nicht, die trauen sich nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, sie haben halt Angst, wir sind noch nicht so weit, aber die machen es auch. Ich könnte Ihnen noch jede Menge andere Beispiele nennen, aber Technik, Umwelt und Grün, können Sie googeln, können Sie nachgucken, ist alles wunderbar belegt. Und die kommen auch, die machen Vorträge, ziemlich gute sogar. Da kommen dann zwei Bauhofmitarbeiter und erzählen, wie das denn funktioniert. Eigentlich heißt es ja Überleben in konservativen Umfeldern und wie kommen wir da zu Streich? Und tatsächlich, ich habe es ja erwähnt, auch wenn sie es machen, oft nicht wissen, sie tun sich verdammt schwer. Wie habe ich das gemacht, wenn es mal wieder heißt, Sie mit Ihrem Agil? Das fängt ja schon wieder an. Ich weiß, dass es funktioniert und ich habe es einfach gemacht in vielen Bereichen. Ich habe es nicht beim Namen genannt. Ein großer Befreiungsschlag war ganz einfach. Ich pfeife mal auf die Methoden. Fokussiere mich zunächst einmal auf die Haltung. Achtung, ich will jetzt nicht sagen, Haltung ist alles, Methoden tragen durchaus bei und die Rahmenstrukturen sind auch wichtig und wesentlich. Aber wenn Sie schon mal mit der Haltung anfangen zu arbeiten, es selber verinnerlichen, versuchen zu leben, Vorbild zu sein, trägt es unheimlich viel bei. Wenn dann plötzlich so eine Kanban-Tafel im Büro hängt beim Amtsleiter und der plötzlich mit seinen Kollegen anfängt zu planen an der Kanban-Tafel, was glauben Sie, wie das ausstrahlt und wirkt? Es funktioniert. Aber wie gesagt, nicht auf die Methoden fokussieren, weil das ist erstmal das, was abschreckt, da kommen neue Begriffe rein, sondern tatsächlich eher so, wie kriege ich die Haltung lebendig, wie kriege ich sie gelebt? Dann heißt das Ding halt anders. Dann heißt das nicht Daily Stand-Up, sondern tägliche Dienstbesprechung. 9 Uhr bis 9.15 Uhr. Punkt. Basta. Und immer wieder, und das funktioniert tatsächlich, das weshalb. In der Praxis ist genau das, was die Verwaltung momentan viel zu wenig macht, weil sie im Hamsterrad hängt. Ja, die meisten Verwaltungen haben das Wasserrad hier stehen. Ich weiß nicht, ob man das als Außenstehender so mitkriegt. Aber achten Sie mal drauf, so ab
zweite Junihälfte, können Sie exakt nachts um 10 Uhr gucken, in welchem Büro noch Licht brennt. Der Kämmerer schwitzt wahrscheinlich über die Haushaltszahlen, schon verzweifelt. Der Hauptamtsleiter ist überlegen, wie der Stellenplan hinkriegt, weil im Hintern vorne Leute fehlen. Das ist tatsächlich der Alltag in vielen Stadtverwaltungen. Aber wenn man daran arbeitet, weshalb machen wir das? Habe das vor ein paar Jahren mal gemacht bei der Stadt Leipzig, bei ihren agilen Wochen, die haben wir eingeführt. Der erste Satz, der von mir kam, war, weshalb kommen Sie jeden Tag in dieses Rathaus und stupfen da vorne an der Stupfuhr? Und plötzlich fangen die an, darüber nachzudenken, warum sie im öffentlichen Dienst sind, obwohl sie in der Wirtschaft mehr verdienen könnten und einfache Strukturen haben. Und plötzlich rattert es. Ja, ich will was erreichen, ich will was verändern. Das hilft ungemein. Dann auch lösungsfokussiertes Denken und Handeln. Die Rahmenbedingungen sind oft schwierig in der Verwaltung, aber Sie können lösungsfokussiert denken und handeln. Es funktioniert, wenn Sie das in den Fokus stellen. Ja, klar, der Gesetzgeber hat mir viel geregelt, aber innerhalb dieser Räume habe ich viele Möglichkeiten, Dinge zu lösen, Leute weiterzubringen, zu helfen und regelmäßig auf Basis von Ergebnissen reflektieren. Wenn man das schon macht, schon viel erreicht. Brauche ich nicht mal viel Methode. Ja, und was man vom Lean-Management lernen kann und was es Agile auch macht, Unnützes einfach mal vom Nützlichen wegzunehmen und sich darauf das zu fokussieren, was tatsächlich notwendig ist. Macht das Leben in der Verwaltung auch einfacher. Wenn mal was schief geht, und genau das ist das große Problem, was viele Verwaltungen leider haben. Es mag intern funktionieren, das große Problem ist, da sind wir als Bürger nämlich auch gefragt, wenn die Verwaltung mal hinsteht, und ich habe so ein schönes Beispiel gerade im Kopf und sagt, wir haben uns geirrt, wir haben einen Fehler gemacht. Jetzt lasst uns daraus lernen. Darf Folgendes nicht passieren. Die Presse stürzt sich drauf, macht ein Politikum draus, der Gemeinderat rebelliert, die Bürgerschaft schreit, die blöde Verwaltung, ich habe es schon immer gewusst, die sind zu dämlich, dann ist vorbei. Die machen das nie wieder. Genau diese Erfahrung haben viele in Verwaltungen leider gemacht. Deswegen fällt es runter. Was passiert, wenn der Spieß umgedreht wird und tatsächlich das genutzt wird und eben keiner schreit, sondern die Leute sagen, hey, Wahnsinn, die reflektieren auch noch und nehmen mich als Betroffenen mit an den Tisch. Habe ich auch mal erlebt. Schönes Beispiel, zwei Kommunen, gleiches Problem. Die haben ihre Grundschule umgebaut zu einer Kindertagesstätte, weil Bedarf und so weiter. Es gab Verzögerungen in der Planung. Es ist was schiefgelaufen. Plan wurde nicht eingehalten. Die Kommunikation hat gehapert. Der eine Bürgermeister stellt sich hin, nachdem die Bürger sich aufgeregt haben. Warum erfahren wir das erst zu spät? Und er sagt, ja, formal muss ich erstmal den Gemeinderat informieren. Der andere hat gesagt, naja, liebe Leute, es ist schiefgelaufen. Muss besser werden für die Zukunft. Ich lade euch mal alle an runden Tisch ein und wir überlegen, wie wir das mal besser machen. Was glauben Sie, was passiert ist und wo die Stimmung besser ist im Rathaus? Im zweiten Fall. Tatsächlich. Und? Großes Glück, die Presse hat sich beim zweiten Fall tatsächlich nicht draufgestürzt. Aber, wie gesagt, das trägt dazu bei. Und was auch sehr viel hilft, Netzwerke bilden. In der Verwaltung, über die Verwaltung raus, habe ich von Anfang immer gemacht. So ist das Forum Agile Verwaltung entstanden. Mit diesen Dingen kann man unheimlich viel erreichen. Und wenn Sie nur Einzelkämpfer sind, die anderen alle noch sagen, was für ein Spinner, und Sie kriegen sich das positive, holen sich das positive Feedback von außerhalb, hilft Ihnen das auch nochmal, dann wissen Sie, Sie sind doch nicht spinnig, Sie sind bloß der Zeit voraus. Das hilft ungemein. Das sind Dinge, mit denen Sie viel erreichen können, gerade in solchen Umfeldern. Was auch gut funktioniert, lachen Sie nicht, Bootstrategie. Der Begriff Harry Potter Taktik ist nicht von mir, hat ein Kollege aus dem Forum Agile Verwaltung mal gepredigt. Einfach agile Fachsprache vermeiden. Er sagt, wir sind agil, aber wir nennen es dazu. Ne? Ihr wisst schon was, ne? Wir machen es einfach. Hilft ungemein, weil erst mal kommt da neue Begriffe und das sind neumodische Zeugs und so weiter. Ich habe es vorhin erwähnt, ne? Dann heißt es halt nicht Stand-up oder Daily Scrum, sondern einfach Dienstbesprechung. Die schlucken das dann eher. Ist so, ja? Weil halt eben vertraut und nicht so schlimm. Und dann so hergehen und einfach so Stück für Stück unterm Radar getaucht Elemente einführen. Ich habe einen Lean Coffee genutzt, um die Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen meines damaligen Arbeitgebers mit Lean-Methoden vertraut zu machen, mit agilen Methoden zu benutzen. Die wussten gar nicht, was sie da machen. Wir haben einfach visualisiert, das gefällt denen. Zack, haben die das angefangen zu übernehmen, machen ihre Dienstbesprechung mit Lean Coffee. Und irgendwann nach einem halben Jahr habe ich gesagt, so,
ihr wisst schon, ihr seid jetzt agil unterwegs. Ha. Ne? Passt. Genauso, indem man halt bestimmte Elemente mit einbaut. Zu sagen, hey, in jeder Dienstbesprechung, die wir haben, einmal in der Woche Teambesprechung, dann machen wir eine kleine Reflexionsschleife, was machen wir besser? Sie müssen es ja nicht Retro nennen. Sie machen es einfach. Bauen es ein, Feedbackschleifen in bestehende Formate einbauen, habe ich auch gemacht. Ich habe dann meine Projekte so organisiert, dass ich denen gar nicht gesagt habe, dass wir eine Retro machen. Bei uns hieß das immer Manöverkritik und ich habe gesagt, wir machen jetzt regelmäßig Manöverkritik und nicht am Ende vom Projekt. Das haben sie komischerweise geschluckt, hätte ich gesagt, wir machen jetzt regelmäßig Retro, hätten sie mich gekillt. Genauso mit Review. Ja, wir haben es einfach gemacht. Oder feste Terminrhythmen nutzen. Timeboxing im Alltag nutzen. Ich habe meine ganzen Besprechungen, die ich gemacht habe, die waren irgendwann getimeboxed. Dann sind mir alle ganz schräg angeguckt, wenn ich gesagt habe, oh, es ist 21.30 Uhr, also bürgerschaftliches Engagement, du fängst erst um 19.30 Uhr an, weil die Ehrenamtlichen da erst Zeit haben. Auch das gibt es in der Verwaltung. Um 21.30 Uhr, die wussten, um 21.30 Uhr ist Feierabend. Herr Michel steht auf und sagt, so, wir gehen jetzt, egal wo wir sind. Es funktioniert und da haben sie auch schon wieder ein Element eingebaut und genauso habe ich meine Besprechungen intern aufgebaut. Gab auch immer Timeboxing. Das funktioniert wunderbar. Und mit der Zeit merken die irgendwie, das funktioniert und ich übernehme das und so weiter und so fort. Oder halt das tägliche Daily, das halt eben nicht so heißt, aber fester Rhythmus, feste Uhrzeit, klappt, wirkt Wunder. Und halt eben bei immer gucken, welche ähnlichen Begriffe gibt es denn schon und da übernehmen, gar nicht Neues einführen und gar keine neuen Rollen einführen, sondern einfach leben, machen, tun. Und mit der Zeit frustriert dann irgendwann Folgendes, dass irgendeiner mal tatsächlich die Google-Suchemaschine anwirft und mal guckt und sagt, was macht denn der Kerl eigentlich die ganze Zeit mit uns? Und das ist mir passiert, dann kommt der Kollegin ums Eck und sagt, du bist ja ein Schlitzohr, ne? Die ganze Zeit sagen, wir wollen kein Agil, aber hast uns eigentlich mehr oder weniger beigebracht, ohne das Wort zu sagen, wir sind hier mit Scrum unterwegs und der sagt es uns nicht. Ne? Und er hat gesagt, war es schlecht? Und sagte, nee, war genial, hat Spaß gemacht. Anders, genau. Was dann auch ein bisschen hilft, ist, die Kollegen einfach mal zu animieren, Experimente zu wagen, Lernkultur zu etablieren. Auch da, es gibt Schmerzen. Jede Organisation hat ordentlich Schmerzen. Da sagt man einfach, Leute, lasst uns einfach mal gucken, wo tut es am meisten gerade weh und lasst uns einfach mal was Neues probieren. Klar, ist nicht einfach, aber wir wollen ja, dass es besser wird. Und dann eben tatsächlich wie ein Experiment aufbauen. Auch das ist ja typisch agil. Man muss es Ihnen nur nicht sagen. Ja, einfach mal sagen, Zielzustand, was wollen wir ändern? Wir wollen, dass das ein bisschen besser läuft. Was hatten wir da? Schönes. Wir probieren einfach mal aus, dass die Kassenabrechnung mit der Kämmerei ein bisschen anders aussieht, ob das besser funktioniert. Das probieren wir mal 4 Wochen aus und gucken, was dann anders ist, ob das tatsächlich besser klappt, ob wir weniger Fehlerquote und so weiter haben. Und siehe da, ja, kleines Mini-Experiment, können wir vertreten, verändert nicht so viel. 4 Wochen, okay, machen wir, lassen sich plötzlich die Leute drauf ein und ups, es funktioniert. Wir setzen noch eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. Und nach ein paar Schleifen mal auflösen und sagen, ihr wisst schon, das ist iterativ-inkrementelles Vorgehen. Ihr seid agil unterwegs. Auch das hat funktioniert. Vorleben, das ist, denke ich, auch ganz arg wichtig. Das richtet sich nicht nur an die Führungskräfte, sondern auch an die Kollegen. Wenn einer einfach anfängt. Schönes Beispiel habe ich gerade im Kopf. Das ist auch ein Mitstreiter aus dem Forum Agile Verwaltung. Der hat es dann ganz einfach schlicht und ergreifend gemacht. Wie gesagt, auch er einfach eine Kanban-Tafel ins Büro gehängt und angefangen drauf zu planen. Dann kamen die ersten Kollegen ums Eck und gesagt, was hast denn du da hängen? Wieso machst du das so? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Haben sie es beobachtet? Haben sie es von ihm abgekupfert? Irgendwann hat sich das Team nach Kanban organisiert. Et voilà. Einfach nur durch Vorleben und neugierig machen. Also eben dieses Personal-Kanban-Board ins Büro hängen, habe ich auch gemacht. Hat bei mir nicht ganz so gut funktioniert. Es waren nur 2 Kollegen, die sich davon inspirieren lassen, aber immerhin.
Und eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, auch mit Personal Kanban in Besprechungen reinzugehen, das habe ich auch gemacht. Habe Personal Kanban zur Visualisierung der Agenda benutzt, mit Timeboxing gearbeitet. Perfekt, waren alle total begeistert. Das haben tatsächlich mehr Leute übernommen, aber das funktioniert. Und dann habe ich mir eben so einen kleinen Trick überlegt, wie das mein Outlook-Kalender war für immer alle einlesbar. Da standen dann plötzlich Wochenreflexionen und so Sachen drin. Ich wusste, es gibt ein paar Kollegen, die gucken garantiert rein und sind neugierig und wollen wissen, was ich die ganze Zeit treibe. So Kollegen gibt es ja immer. Und das hat sich dann auch rumgesprochen. Der ein oder andere sagt, der Herr Michel, der ist immer ständig was Neues. Es klappt irgendwie besser. Muss was dran sein, übernehmen. Oder was auch gut funktioniert und sehr niederschwellig ist, wenn Sie Termineinladungen rausschicken, Besprechungen, schreiben Sie nicht einfach Tagesordnungspunkt 1, 2, 3, sondern formulieren Sie lösungsorientierte Fragen und gucken Sie, dass Sie die auch beantwortet kriegen in der Besprechung. Führt zu zwei Dingen. Erstens, die fangen selber irgendwann mal an und sagen, lösungsorientierte Fragen, wir kommen klarer voran und die Besprechungsqualität wird besser. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, auch mal was zu delegieren, damit bin ich irgendwann auch aufgefallen. Bei mir gab es einen Ergebnisauftrag. Also ich habe immer gesagt, das und das will ich erreichen. Ihr sagt mir, was ihr braucht und ich sorge dafür, dass wir es kriegen. Und ich will ab und zu mal ein Feedback kriegen. Auch das sind Kleinigkeiten, die funktionieren, die Wunder wirken. Schönes Beispiel, ich habe viel mit dem Bauhof zusammengearbeitet. Irgendwann mal kam ein Bauhofmitarbeiter, ein Älterer, sagte, das ist schon ein Unterschied zwischen Ihnen und unserem Bauhofleiter. Der Bauhofleiter sagt, fürs Denken werden wir nicht bezahlt. Ihr macht zack, 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 Mikromanagement. Beim Herrn Michel im Kulturamt, der sagt, ich möchte das und das erreichen. Sagt mir, was ihr dafür braucht. Ich sorge dafür, dass wir es kriegen. Wie ihr da hinkommt, eure Sache. Wenn euren Chef spinnt, mir Bescheid sagen, ich habe zwischen die Hörner, ich brauche das. Das wirkt Wunder. Auch das funktioniert. Und immer wieder dran denken, Harry Potter Strategie, nenn es nicht agil, nenn es nicht Scrum, sondern guck, dass du die Sprache sprichst derer, die täglich damit arbeiten. Wenn sie irgendwann selber auf den Trichter kommen und sagen plötzlich, ups, wir machen hier Scrum, wir machen Kanban, super. Es hilft, es senkt einfach die Hürde ab. Sprich, wir sind subversiv am Werk und da gibt es noch mehr Methoden, wie man so subversiv am Wirken kann. Es gibt nämlich immer wieder so die Möglichkeiten, so mit kleinen Möglichkeiten, so kleine unscheinbare Impulse zu setzen, die man mit Geduld dazu führen, dass Bewegung reinkommt. Zum Beispiel, klingt jetzt ein bisschen skurril, aber es hat tatsächlich funktioniert, mal so, ups, ich habe einen Fachartikel vergessen in der Umlaufmappe, der ist das ganze Rathaus gewandert. Und es gibt immer einen, der sich das dann anguckt und durchliest. Und bei denen bleibt es dann hängen. Und es funktioniert tatsächlich, auch wenn es skurril klingt. Ne? Also Rathäuser arbeiten, tatsächlich noch viele mit Umlaufmappen. Gab dann auch schon so Rückmeldungen, so von wegen, Herr Michel, ich habe da was gefunden, ist von Ihnen, darf ich das behalten? Das ist gut, gefällt mir. Ja, habe ein paar Ideen mitgenommen. Oder im Besprechungsraum versehentlich Artikel vom Projektmagazin, den man sich rausgelassen hat, aus dem Drucker liegen lassen. Herrgott, wo ist denn der? Den muss ich irgendwo vergessen haben. Garantiert stolpert aber da noch drüber und liest das Ding. Und das kann auch funktionieren. Oder ein Blogartikel vom Forum Agile Verwaltung natürlich. Klar, haben wir auch schon gemacht. Und was ich dann irgendwann mal gemacht habe, wenn Kollegen zum Jubiläum oder sowas ansteht, da hat man ja mal Maschen so ein kleines Budget. Ne? Also dann gab es bei mir Bücher mit entsprechenden Themen, so wie zum Beispiel Why Limit Whip von Jim Benson oder Turn the Ship Around von David L. Market. Schönes Beispiel, US Navy. Wenn die das können, dann können wir das in der Verwaltung auch. Und gucken, was passiert. Und tatsächlich, wenn es die Kollegen gelesen haben, fangen plötzlich einige an zu rattern. Gerade mit Why Limit Whip habe ich bei Führungskräften erstaunlich viel Erfolg erzeugt, die plötzlich gemerkt haben, ihre Hauptaufgabe ist Klarheit zu schaffen, weil wie sollen die Leute denn priorisieren, wenn ihnen keiner sagt, nach was? Diesen Aha-Effekt habe ich ein paar Mal auch im behördlichen Kontakt gehabt. Funktioniert wunderbar. Und wenn es ganz, 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 ganz heftig wird, mit Humor geht alles besser. Glauben Sie mir, in den Rathäusern sitzen viele Leute mit sehr ausgeprägtem und sehr schwarzem Humor, weil manchmal ist es selbst zum Aushalten für Verwaltungsmitarbeiter, was sich irgendeiner in Berlin ausgedacht hat und was du einem Bürger vermitteln musst.
Und ich sage dann immer, so habe ich mal Spaß gesagt, Leute, wir machen vom Cyril Northcote Parkinson, da gibt es ein schönes Buch aus den 60er Jahren übrigens, Ende der 50er, Entschuldigung, das Parkinsonsche Gesetz und andere Studien über die Verwaltung. Jeder kennt das Parkinsonsche Gesetz, aber wer kennt das Buch dazu? Wenn Sie ins Antiquariat gehen, kaufen Sie sich's. Sie haben was zum Lachen. Ja? Das ist klasse, das ist Monty Python-Humor pur. Kann es Ihnen wärmstens empfehlen. Und davon eine neue Auflage können wir locker schreiben. Geht in der Verwaltung, kriegen wir ein. Das hilft dann auch, mit solchen Sprüchen zu lachen. Oder dann gab es irgendwann einmal meine zwei alter Egos, Luigi und Igor, die mir immer wieder das Leben versüßt haben, wenn dann mal wieder einer mich schräg angeguckt und gesagt, hey, du weißt schon, Luigi macht die besten Bettungsschuhe nördlich der Alpen. Ja, jetzt sag ich mal langsam, ne? Und dann das große Gelächter los ist oder die Igor zu Hilfe kommt. Also wenn Sie das interessiert, mit viel Humor kann man das tatsächlich aushalten. Auch da habe ich mich irgendwann einmal sogar vertiefend mit auseinandergesetzt. Das hilft, das nimmt Druck raus. Das nimmt Druck raus bei allen Beteiligten. Aber glauben Sie mir, keiner will Ihnen wirklich böswillig in der Verwaltung. Die sehen manchmal vor lauter Wald die Bäume nicht und sind auch selber am Verzweifeln. Ja. So, will es weiter? Jetzt heißt es aber auch nicht, weil ich hier von Agilität rede, die Verwaltung soll jetzt bloß noch agil machen und den ganzen Stabilkram vergessen. Vergessen Sie es. Die Verwaltung, und da bin ich fest von überzeugt, gerade die öffentliche Verwaltung könnte das Musterbeispiel für eine beidhändige Organisation sein. Aus einem ganz einfachen Grund, sie braucht beides. Sie muss Agilität vereinen. Es gibt nämlich Bereiche, da sind sie komplett hochkomplexen Bereichen unterwegs und es gibt Dinge, die muss sie einfach standardmäßig machen, weil das ist vorgeschrieben. Sie werden eine Bundestagswahl nie nach Scrum machen. Das ist klar, machen wir seit 70 Jahren, macht keinen Sinn, brauche ich keine Agilität. Und Sie brauchen auch beides, gerade die Verwaltung braucht beides. Sie ist nämlich gerade bekannt dafür, dass sie Stabilität schafft. Und, aber sie muss halt auch agil sein, weil ihr Umfeld sich verändert. Gerade wenn ich an die Demografie denke, was glauben Sie, was da auf die Verwaltung reinbricht? An Problemen, die Normalbürger so nicht wahrnehmen. Aber wenn Sie in so einem Amt sitzen, im Einwohnermeldeamt, da kommen Sie sich manchmal schon vor wie die psychologische Beratungsstelle. Ja? Weil auch mit einer verändernden Gesellschaft die Leute mit ihren Problemen bei Ihnen in der Amtsstube sitzen und sie dafür Lösungen entwickeln müssen. Und für mich ist eben auch ganz arg wichtig in dem Kontext, dass man Agilität nicht als Religion wahrnimmt oder als Ideologie, sondern als Erweiterung der Werkzeugkiste. Das wollte ich mitgeben. Agilität bedeutet für mich zu wissen, wann brauche ich was. Ich war vor 2 Wochen an der Hochschule Heilbronn, habe Studenten erklärt, klassisches PM gerade lernen, sie sollen das klassische PM ruhig weitermachen, aber wenn gerade alle agil halten, weil sie werden beides brauchen. Situativ, je nach Situation. Da ging der Unterkiefer runter, Dozent hat sich gefreut, wie Schneekönig, endlich mal einer sagt, hey, das Klassische geht auch weiter. Es braucht beides. Uns gehört auch beides zusammen. Und ich behaupte auch, wenn Sie von agil reden, dann sollten Sie sich auch mal mit Lean, mit Toyota auseinandersetzen. Da lernen Sie nämlich auch extrem viel, wie Agilität wirklich funktioniert. Und tun Sie mir aber einen Gefallen, lassen Sie die angelsächsische Literatur links liegen. Hier auf der rechten Seite habe ich Lean auf gut Deutsch von der Marie Furukawa Gasperi, die original japanische Quellen studiert. Die spricht Deutsch-Japanerin. Sie verstehen es hinterher besser und es hilft Ihnen, nachher agile Methoden zu verstehen. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Wir haben das Forum Agile Verwaltung vorhin erwähnt. Ich bin nicht der Einzige. Es gibt noch mehr so Verrückte wie mich. Ziemlich viele sogar mittlerweile, als wir 2014 uns gegründet haben als Selbsthilfegruppe. Denken Sie zum Beispiel Netzwerk. Da waren wir 5 Spinner aus dem süddeutschen Raum und aus der Schweiz. Kurz davor zu verzweifeln, weil ich gesagt habe, wir sehen doch, da muss sich was verändern. Aber es tut sich nichts. Dann haben wir uns in Karlsruhe getroffen und heraus kam irgendwann mal die Idee einer Konferenz. Und wenn man eine Konferenz organisiert, braucht man leider einen Rechtsträger. Also brauchten wir einen Verein. Deswegen gibt es das Forum Agile Verwaltung e.V. Da finden Sie noch mehr von der Sorte wie ich, die aus der Praxis erzählen können. Die finden, es gibt sogar einen Blog dazu. Ich habe mittlerweile gehört, dass der Blog sogar mit von Leuten aus Wirtschaftsunternehmen gelesen wird. Also wenn die das in der Verwaltung hinkriegen, dann kriegen wir es in Wirtschaftsunternehmen, da können wir sogar noch was abkupfern. Also neulich hat ein Coach-Kollege zu mir gesagt, er ist beim Kunden gesessen, der zog einen Artikel von mir raus zu Obea-Räumen, also Big Room, also Visualisierung an der Wand in öffentlicher Verwaltung. Er sagt, wenn die das in der Verwaltung können, dann können wir das hier bei uns auch. Wir fangen jetzt auch an.
Und es gibt sogar auch eine Konferenz dazu, die nächste Woche zum Beispiel in Ettlingen ist. Da werden Sie aber vor allem Verwaltungsleute treffen. Sollte Sie das abschrecken? Nein. Ich finde es sogar gut, wenn auch mal andere Perspektiven. Also wenn Sie die Gelegenheit haben, nutzen Sie es mal, tauschen Sie sich aus, denen tut es gut. Man erreicht uns sogar und wir sind ein Forum, das man tatsächlich hineinrufen kann und man kriegt eine Antwort aus unterschiedlichsten Ecken. Und wir werden feststellen, da sind Leute dabei aus Kirchenverwaltungen, da sind Leute aus der Rentenversicherung, aus Krankenhäusern, aus Kommunalverwaltungen. Ja gut, bei uns sind es weniger Leute aus den Ministerien, die sind eher bei Startnext. Aber man kriegt sofort unkomplizierte Hilfe und man erreicht uns über jede Menge Kanäle und natürlich Mitglieder sind auch willkommen, weil der Verein muss sich ja irgendwie organisieren. Wenn Sie noch im Nachgang Fragen haben, auf der einen Seite finden Sie die Möglichkeiten, wie Sie mich kontaktieren können. Eigentlich hätte Hendrik Stier auch mit dabei sein sollen, der ist leider ausgefallen, gesundheitsbedingt. Wir treten immer zu zweit auf, wenn möglich, aber man erreicht uns direkt, also stehe immer gern im Nachgang noch für Fragen zur Verfügung und ansonsten einfach Ihre Fragen loswerden, denn Blasmusik von vorne ist stinklangweilig. Thomas, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich glaube, du hast bei ganz vielen Zuhörern Resonanz hervorgerufen mit den Vorschlägen. Wir haben jetzt Zeit für eine kurze Fragerunde noch. Da sehe ich die erste Frage dort hinten. Ja, Moment. Ich bin ja auch ohne Mikro, aber ich will es einfach mal so, wenn die Leute mich hören können. Sie haben jetzt halb schon angedeutet, das geht ja in dem, Fall, in dem Vortrag ging es ja hauptsächlich um kommunale Verwaltung, aber kann man daraus denn schließen, dass die ministeriale Verwaltung jenseits von Gut und Böse nicht mehr zu retten ist? Oder? Das würde ich nicht behaupten, aber die Kommunalverwaltung hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber Ministerialverwaltungen auf Land- und Bundesebene. Den Bürger direkt vor der Haustür, ihre Zielgruppe. Ja? Wenn ich vom Parkplatz zur Amtsstube marschiert bin, bin ich in der Viertelstunde garantiert 6-mal angequatscht worden. Ja? Ja, morgen zum 8. Also, ne, auf dem Rückweg noch mehr. Ne? Also da kommst du dann, ne, man erfährt mehr. Welcher Bundesbeamte im Bundesministerium den Inneren sieht denn mal einen Bürger? Keiner. Selten. So. Ja, das ist der Vorteil Kommunalverwaltung. Sie hat einfach eine höhere Problemnähe am Alltag. Ja? Und sie hat einen großen Bauchladen. Ja? Das Bundesministerium, kleiner Bauchladen. Kommunalverwaltung hat einen riesen Bauchladen. Von Ordnungsamt über Schule, über Kultur bis, Sie glauben gar nicht, Jesus Maria und Josef haben ein breites Themenspektrum. Ja? Man denkt dann immer, hey, die auf dem Amt, haha, da ist ja, ja? Also alles mit drin. Ich komme aus der Kommunalverwaltung, bin jetzt in der Ministerialverwaltung und deswegen habe ich wollte die Hoffnung jetzt nicht verlieren, sage ich. Nicht aufgeben, sag ich. Vorteil ist halt, Kommunalverwaltung, ich habe eine höhere Problemnähe, das macht es einfacher. Ja, ansonsten würde ich sagen, dranbleiben. Aus Ministerialecke kann ich halt nicht so viel erzählen, da war ich selber nicht unterwegs, da habe ich mich immer ferngehalten. Ja, ja, ich weiß warum. Tatsächlich muss ich sagen, es ist der Vorteil der Kommunalverwaltung, die hat eine große Problemnähe, die ist an den Bürgern dran, an der Lebenswelt und er kriegt auch eher Resonanz, wenn Dinge sich verändern, gerade beim Thema Demografie. Ja. So ein Bürgermarsch, der erlebt täglich, was in seiner Stadt passiert, wenn die Gesellschaft älter wird, bunter wird, was das bedeutet. Ja? Der sieht das jeden Tag. Ja? Der spürt das. Der kriegt das zum Spüren. Bundeskanzler, ich vergesse nie, der Rudi Scharping, irgendwann mal, da war ich vielleicht 20 oder sowas, auf einer Wahlveranstaltung erlebt, wo er zu mir sagt, jetzt oute ich mich, dass ich mal in der SPD war, wo er zu mir gesagt hat, das Problem ist, bei mir kommt ja keiner mehr an. Bis die Leute zu mir durchkommen, sind die schon 20 Mal durchgefiltert. Ja? Ja? Und das ist, denke ich, auch bei großen Bundesbehörden, Landesministerien ein Riesenproblem, was ich bei der Kommunalverwaltung halt nicht habe. Kennen wir im Großkonzern. Wie viele Großkonzerne entwickeln Software, ohne jeweils einen Endkunden zu Gesicht gekriegt zu haben? Kenne ich genug. Wie sollte da Agilität wirklich funktionieren? Das Gleiche in Grün. Also Sie merken, es sind, die Probleme sind ähnlich. Es sind keine großen Unterschiede. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Ich sehe keine Fragen mehr. Letzte Gelegenheit. Ansonsten alle Interessierten lade ich ganz herzlich zu unserer Diskussionsrunde. Da hinten ist unser Thementisch ein. Herr Michel wird da auch sein. Kann man dann auch im Zweiergespräch bzw. in einer kleinen Runde nochmal Fragen stellen und an Erfahrungen. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für diesen inspirierenden und mit vielen Impulsen versehenden Vortrag. Vielen Dank, Thomas. Gerne. Thank you.